Blum sucht Rache. Was ist passiert? Warum musste ihr Mann Mark sterben? Als sie die Antworten gefunden hat, schlägt sie zu. Erbarmungslos. Was entfernt wie eine Nachrichtenmeldung klingt, ist der Plot von Bernhard Eichners Bestseller Totenfrau. Diesen Plot hat Kultur im Dorf gemeinsam mit dem Autor zum Thema der ersten Ischgl-Krimi-Nacht gemacht. Unterschiedliche Schauplätze rund um Ischgl wurden am 15. Juli gemeinsam erwandert und jeweils zur Bühne für Eichners Erzählungen und natürlich für Kostproben aus seinem aktuellen Werk gemacht. Man sieht alles von oben. Das Meer, das Segelboot, ihre Haut. Eine nackte Frau an Deck, die Sonne scheint, alles ist gut. Sie liegt einfach nur da, schaut nach oben, ihre Augen sind offen, nur sie und der Himmel, die Wolken weit und breit. Es ist der schönste Platz auf der Welt, das Boot, das ihre Eltern vor 20 Jahren gekauft haben, ein Prachtstück, eine Perle, die im Hafen von Triest ihre Heimat hat. Segeln, leben auf dem Wasser, unter freiem Himmel dort, wo sonst keiner ist. Seit unzähligen Wochen auf den Bestsellerlisten jagt für Bernhard Eichner momentan ein Lesetermin den nächsten. Kann man sein eigenes Geschriebenes auch nach oftmaligen Wiederholungen noch hören? Ja, weil es bei jedem Mal Lesen doch wieder anders ist. Also ich probiere dann mal langsamer, mal schneller, aber ich kann natürlich den Text erstmal sehr, sehr vertraut jetzt. Die Stellen sind immer ähnlich. Die Zwischenmoderationen sind immer anders, weil das Publikum immer anderes ist und das ist immer sehr nett, weil ja, das variiert, aber es ist nach wie vor aufregend und toll, dass ich überhaupt daraus lesen darf, so oft, weil ja, danke an alle, die mein Buch lesen. Aufregend und toll fanden auch die Teilnehmer in Ischgl die Begegnung mit der Totenfrau und dem Erfolgsautor. Vor 8 Jahren haben sie sich das erste Mal berührt. Auf dem Boot hat er sie umarmt, ein wundervoller Mann vom ersten Augenblick an. Plötzlich war er da und kümmerte sich um sie. Mark wartete mit ihr, bis die Küstenwache kam, bis sie hunderte von Fragen beantwortet hatte. Er blieb einfach da. Er schilderte den zuständigen Polizisten, wie er Blum gefunden hatte. Er beteuerte, dass er keinen Zweifel an ihrer Version der Geschichte habe. Alles sprach dafür, dass sie die Wahrheit sagte. Die verbrannte Haut, die Verzweiflung, die Tränen. Blum hatte bei einem tragischen Unfall ihre Eltern verloren und Mark hatte sie gefunden. Bernhard Eichner recherchiert für seine Romane akribisch und hat für Totenfrau ein Praktikum in einem Bestattungsinstitut absolviert. Seine Hauptfigur Blum arbeitet in einem solchen und nutzt dieses auch für ihren Rachefeldzug. Wie schafft es ein Autor, eine Mörderin beim Publikum als sympathische Persönlichkeit zu etablieren? Ja, das war, im Grunde ist es ich wollte eine positive Heldin. Und die ist halt blöderweise Mörderin. Aber ich denke mal, ja, der Autor schafft, oder ich habe irgendwie die Figur erfunden. Und da steht es mir zu sagen, irgendwie ist die gut oder böse, ist die sympathisch oder unsympathisch. Und die Wolda war eine sympathische Heldin und habe sie mir geschrieben. Und natürlich sind das so Hilfsmittel, oder es ist vom Vorteil, dass die Frau Kinder hat und dass sie diese Kinder liebt und dass sie einen liebenden Ehemann gehabt hat, den sie verloren hat, dessen Tod sie rächt. Und, aber sie ist einfach vom Typ her eine, den man mag. Und sie rächt ein schreckliches Verbrechen, zum einen den Tod ihres Mannes und zum anderen ein schreckliches Verbrechen. 3 Menschen sind da ganz schlimm misshandelt worden und umgebracht worden. Und diese Verbrechen rächt sie ja. Und da steckt so viel Leid und Grausamkeit dahinter, dass man das dann wirklich gutheißt, was sie macht. Und ja, ich sage immer, Selbstjustiz ist abzulehnen. In meinem Fall ist es voll okay. Ich habe das für meine Leserinnen so geschrieben, dass sie das alle gut finden dürfen. Die Bösen sind wirklich böse und die haben es verdient. Voll okay werden es Krimi-Fans wohl auch finden, dass für die Totenfrau noch 2 Fortsetzungen geplant sind. Wer den ersten Teil noch nicht verschlungen hat, kann diesen im gut sortierten Fachhandel, unter anderem bei der Tirolia Landeck, erwerben.